Mein Name ist Horst Kerger. Ich bin seit 1983 bei der DRF Luftrettung als Zivildienstleistender, seit 1985 als hauptamtlicher Mitarbeiter im Einkauf und Fuhrpark. Wir kaufen zentral alle Materialien für unsere Stationen ein, also unter anderem Spritzen, Kanülen, Umbettungstücher. Vorteil dadurch haben wir einen besseren Einkaufspreis und einen höheren Rabatt. Ich bin Giaconda Morello, bin 30 Jahre alt, bin seit Oktober letzten Jahres bei der DRF Luftrettung im Fachbereich Luftrettung als Assistentin tätig. Meine größte Herausforderung war gleich zu Beginn meiner Tätigkeit die Vergütungsverhandlungen für ganz Baden-Württemberg, unsere 7 Stationen. Das war die Feuerprobe. Toll finde ich, dass es jeden Tag was Neues gibt. Kein Tag ist wie jeder andere. Im Prinzip ist das das Schönste an dem großen Ganzen. Mein Name ist Andreas Moser. Ich bin Einsatzkoordinator in der Einsatzzentrale von der DRF Luftrettung und beschäftigt seit 2000, also seit 13 Jahren. Unsere Aufgabe ist, die beste Lösung für unsere Patienten anzubieten, für Auslandsrückholung, für Intensivtransporte. Durch unsere Ausbildung, durch unsere Erfahrung und durch unser Teamwork gelingt es uns, dass unsere Patienten so schnell wie möglich von A nach B transportiert werden und somit auch ihrer adäquaten medizinischen Versorgung zugeführt werden. Mein Name ist Raimund Koser. Ich bin als Rettungsassistent in der Abteilung des Ambulanzflugbetriebes bei der DRF Luftrettung angestellt. Das Besondere bei der Rückholung mit dem Ambulanzflugzeug ist, dass unsere medizinische Besatzung einen hohen medizinischen Standard bedienen muss und darüber hinaus auch besondere menschliche Qualitäten mitbringt, die dem Patienten das Gefühl von Wärme und Geborgenheit vermittelt. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Ich bin Laila Rothmund, bin seit Ende 2007 bei der DRF Luftrettung und arbeite hier als Assistentin für den Flugbetrieb Flugzeuge und unterstütze hier die Piloten und die Flottenchefs bei ihren täglichen Aufgaben. Ich kriege viel mit, auch vom direkten Einsatzgeschehen. Und dann ist natürlich auch schön, wenn man mitkriegt, dass man Leute das Leben gerettet oder zumindest sehr viel erleichtert hat, indem man sie zurückgeholt hat. Mein Name ist Melanie Fritz. Ich bin seit Mai 2004 bei der DRF Luftrettung in der Materialwirtschaft tätig. Die Materialwirtschaft trägt insofern zur Rettung von Menschenleben bei, da wir eben dafür sorgen, dass alle Teile pünktlich in der Werft sind zur Wartung. Und die Arbeit bei der DRF Luftrettung ist einfach sinnvoll. Man tut was Sinnvolles, um Menschenleben zu retten. Das macht Spaß. Mein Name ist Anton Eisner. Ich bin Prüfer und Mechaniker, auch für Avionik. Und ich arbeite seit 1979 bei der DRF. Bin allerdings in Rente seit 6 Jahren und macht Spaß weiterzumachen. Mich hat am Anfang beim Beginn der DRF gereizt, dass ich den Betrieb aufbauen darf. Mein Name ist Pierre Metz. Ich arbeite seit 27 Jahren bei der DRF Luftrettung und bin hier als Prüfer für Luftfahrtgeräte eingesetzt in der Technik für Hubschrauber, Instandhaltung und Wartung. Da, wo ich angefangen habe mit der Arbeit, da haben wir 8 Stationen gehabt. Heute haben wir 28 mit 50 Hubschrauber. Da sieht man schon, wie sich verändert hat. Und wenn ich einen Hubschrauber in der Wartung habe und ich kann ihn zum Schluss ordnungsgemäß abgeben an den Flugbetrieb, also es macht einen dann schon richtig stolz.